freigegeben. Die Schweden in den blauen Hosen und gelben Trikots im ersten Drittel nach links spielen auf das Tor von Karl Friesen, dem wir nur alles Gute wünschen können. Er hat gegen die Schweden schon häufig erstklassige Partien geliefert und nur über einen erstklassigen Torhüter kann eine deutsche Nationalmannschaft gegen die sogenannten Großen realisieren. Die Bilanz ist niederschmetternd. In 31 Weltmeisterschaftsspielen hat es nur einen einzigen Sieg gegeben. Das war 1971 in Genf mit 2:1. 29 Mal verlor eine deutsche Mannschaft. Hoffentlich wird es heute anders. Für das deutsche Team die Kölner Reihe mit Hegen, mit Trunschka und natürlich mit Helmut Steiger auf der rechten Seite. Aber jetzt hat Xaver Unsinn bereits fliegend wechseln lassen. Franz, Holzmann und Fischer. Erste Chance für die Schweden durch die Nummer 4, durch Fredrik Olausson, einer von 7 Profis in diesem Team. Die Schweden versuchen es wieder mal mit ihren in Nordamerika beschäftigten Eishockeyspielern. So viele waren nie dabei bisher. Aber das geht natürlich auch zu Lasten der Harmonie. Die Tre Kronas haben in den ersten beiden Partien hier nicht unbedingt überzeugt. Sie müssen sich erst einspielen. Das ist Franz. Uli Hiemer. Erste Chance für die deutsche Mannschaft durch Schorsch Holzmann, aber er hat aufgepasst. Rolf Ritterwall. Für das deutsche Team jetzt Peter Dreiseitel. Harald Birk und Roy Röttger. Hinten Kiesling und Niederberger an der blauen Linie. Dreiseitel. Röttger. Aber nicht ungefährlich, weil der Torhüter kaum die Chance hatte, etwas zu sehen. Sehr verhaltener Beginn von beiden Mannschaften. Xaver Unsinn hat ja die Devise ausgegeben. Aggressives Spiel von der ersten Sekunde an, ähnlich wie gegen die Tschechoslowaken. Nur mit Härte und vollem Einsatz kann man gegen die Tre Kronas bestehen. Bei der deutschen Mannschaft fehlt heute Peter Obresa. Er dürfte sich ebenso wie Andreas Pokorny, der Verteidiger aus Köln, nicht umziehen. Nur 20 Spieler dürfen auflaufen, so will es das Reglement. Neben Obresa und Pokorny sitzt auch der dritte Torwart heute nicht auf der Bank, Beppo Schlickenrieder. Er darf ausrasten.
Matthias Hoppe käme zum Einsatz, sollte, was wir nicht hoffen, Karl Friesen etwas zustoßen. Schmidt und Wagner, Wagner der Landshuter jetzt am Puck. Beiden bilden die dritte Verteidigung. Ahne. Ah, aufpassen jetzt. Aber wieder wie vorher auf der anderen Seite abseits. Tommy Sandlin, 44-jähriger Chefcoach der Schweden. Einer der ruhigsten Trainer, die ich überhaupt erlebt habe, hatte aber das Ganze insofern zu büßen, dass er letztes Jahr beim Isvestia-Turnier eine Herzattacke erlitt, weil er einfach diese Aufregung und diese Hektik, der man ja im Eishockey kaum entkommen kann, weil er das Ganze nicht nach außen bringen kann, alles in sich hineinfritzt, nicht gerade gesundheitsfördernd. Hakan Södergren. Hildebrink. Gut aufgepasst von Gerd Hunschka. Das war mehr oder minder ein Befreiungsschlag. Helmut Steiger hat es aber ganz bewusst getan, um seinen Kollegen und sich selber die Möglichkeit zu geben, auf die Bank zu kommen, zu wechseln. Der erste Sturm war schon zu lange auf dem Eis. 5:39 sind im ersten Drittel gespielt. Kaum interessante Szenen vor beiden Toren, ein verhaltener Beginn. Nicht so rasant wie etwa gegen die Tschechoslowakei zum Auftakt. Nun gut, der deutschen Mannschaft kann das im Grunde recht sein. Die Schweden müssen ja etwas fürs Tempo tun. Sie stehen hier im eigenen Land enorm unter Druck. Die schwedischen Fans wollen endlich einmal zu Hause einen Weltmeistertitel feiern. Ron Fischer. Er hat auch hier in Stockholm schon wieder alle möglichen Positionen bekleiden müssen. Zum Auftakt war er Mittelstürmer. Im zweiten Spiel musste er als Verteidiger aushelfen. Heute spielt er auf der rechten Seite neben Holzmann und Franz. Schorsch Holzmann bei Bulli. Alle Schweden im Drittel der deutschen Mannschaft. Ja, der Puck war von Ron Fischer geführt, wie man sagt. Der Schiedsrichter hat es angezeigt und da gibt es eine kleine Rangelei mit Fischer und mit Franz. Erste 2 Minuten Strafe. Bo Berglund. Insgesamt hat er 4 Minuten auf dem Konto, lassen Sie sich da nicht täuschen. Nach 6 Minuten und 35 Sekunden
erste Strafzeit also in diesem Spiel. Und dann wollen wir mal sehen, was die deutsche Mannschaft bringen kann bei diesem Überzahlspiel. Natürlich ist der erste Block drauf, der effektivste Block, der ein bisschen in die Kritik geraten ist in der Vorbereitung, aber Gerd Runschke hat mit Recht gesagt, man kann sich nicht in jedem Spiel immer hundertprozentig einsetzen, mit hundertprozentig guter Motivation aufs Eis kommen. Dann, wenn es drauf ankommt, dann sind wir da. Hoffentlich jetzt zum Beispiel. Da ist er, der kleine Sturmführer, nächstes Jahr in Düsseldorf. Udo Kissling. Helmut Steiger. Jawohl! Oh, war das eine gute Chance für Didi Hegen. Der Puck war völlig frei. Und die beste Tat bisher von Rolf Riddewall im Tor der Schweden. Nach 7 Minuten und 8 Sekunden. Hier ist die Situation, der Schuss von Steiger. Und hier die großartige Chance für den Kölner. Karl Friesen muss raus. Kopfballer. Viel Beifall für die eigene Mannschaft, die in dieser etwas schwierigen Situation sogar in der Lage ist, den Puck zu kontrollieren, wertvolle Zeit zu gewinnen. Mehr als eine Minute der Strafzeit ist schon abgelaufen. Jetzt Runschke. Kissling. Die Mannschaft versteht es im Moment nicht, in die Idealposition zu kommen. Ganz schlechtes Spiel im Moment. Einmal geht's noch. Hegen. Und Runschke. Toller Einsatz von Uli Hiemer. Das war es denn auch. Eine erstklassige Chance. Eine zweite gute Möglichkeit für Gerd Runschke. Das war alles. Das war nicht überzeugend. Nach wie vor 0-0. Ja, Xaver Unsinn wollte diese zweite Linie stark machen. Er wollte neben dem Kölner Block noch eine gute Formation bilden. Deshalb also Schorsch Holzmann heute als Mittelstürmer dort aufgeboten. Obreza nicht nominiert. Bisher kann man also noch nicht sagen, ob sich dieses Experiment gelohnt hat. 9 Minuten und 6 Sekunden gespielt. Hier der Bundestrainer. Bisschen nervös, ungewöhnlich nervös heute vor dem Spiel, so habe ich ihn lange nicht gesehen. Er weiß natürlich, dass diese Negativserie gegen die Schweden irgendeinmal gebrochen werden muss und sehr wichtig, dass die Mannschaft heute
zumindest ein gutes Spiel macht, vielleicht einen Punkt holt. Oh, das war aber sehr nachlässig. Abwehr macht mir einen unkonzentrierten Eindruck in dieser ersten Phase der Begegnung. Aber Karl Friesen hat eigentlich so eine echt heikle Situation noch nicht zu überstehen gehabt. Nochmal. Schuss kam von Mats Kielström und man hat das aus dieser Kameraperspektive ganz gut erkennen können. Dieser Kielström hatte freie Bahn, die Abwehr war nicht gut postiert. So, die Hälfte des ersten Drittels hier in Stockholm ist vorbei. Ziemlich genau jetzt 10 Minuten gespielt. Es ist noch kein Tor gefallen. Es hat auch eigentlich kaum eine ganz große Chance gegeben, die Hegen hätte bei Überzahl, als Bo Berglund draußen saß, vielleicht das 1:0 erzielen können. Ansonsten sehr verhaltener Beginn. Ein nicht gerade überzeugendes Spiel auch der deutschen Mannschaft, vor allen Dingen als sie in Überzahl war. So, jetzt die nächste Strafzeit. Diesmal trifft es einen deutschen Spieler. Und zwar ist es Markus Beerwanger von Sportbund Rosenheim, dem deutschen Meister. Ein wichtiger Mann im Team von Xaver Unsinn, weil er einfach ein Kämpfer ist, ein Antreiber. Und dann, wenn andere schon aufgeben, dann ist er nochmal voll mit dabei. Aber jetzt wird er fehlen, genau 120 Sekunden. Und es ist jetzt die Frage, ob die Schweden zum ersten Mal mit einem Mann mehr auf dem Eis vielleicht auch die Führung hier in der Globe Arena erzielen können. Kent Nilsson, einer der erfahrensten. Thomas Steen, Olausson, also einige Profis, jetzt auf dem Eis. Nilsson. Für die deutsche Mannschaft Arne Kammerer, der Berliner. Kreis und Hima und gute Parade mit dem rechten Fuß von Karl Friesen. Ja, konnte die Scheibe nicht festhalten. Und ja, die erste Minute dieser zwei Strafminuten ist vorbei. Schadlos überstanden. Ja, und jetzt hat der Linienrichter Jan Tatitschek einen Schweden zu viel auf dem Eis gesehen. Sie hatten eh einen Mann mehr drauf, aber jetzt wollen sie es mit 6 versuchen. Und das ist halt nicht erlaubt. Und damit ist also das Bedrohlichste zunächst einmal überstanden. Und 40 Sekunden noch für Markus Beerwanger und 2 volle Minuten sitzt jetzt der Mann mit der Nummer 29, nämlich Ulf Dahlén in der Kühlbox. Ein Spieler, der auf dem Eis stand in diesem Moment, muss also diese Strafzeit verbüßen. 4-4 jetzt die Konstellation. Kunschka. Ja, jetzt könnte was gehen. Oh, schade. Kittling.
So, Bärwanger ist zurück. Ist am Buck. Und da hätte Gerd Grunschka fast die Scheibe an Riddewald vorbeigeschlenzt. Und dann ist das Tor aus der Verankerung rausgesprungen. Da haben Sie gesehen, doch klarer vorbei als zunächst vermutet. Ulsterleben spielt bei den New York Rangers. Sie haben es eingeblendet gesehen, gespielt und ein toller Schuss von Andreas Niederberger, der seinen Schläger sofort weggeworfen hat, weil er gebrochen ist. Für eine Dreiviertelminute die deutsche Mannschaft, also mit einem Mann mehr. Steiger. Grunschka, jetzt kommt Kiesling. Beide Mannschaften haben gewechselt, fliegen gewechselt, wie man sagt. Keine Spielunterbrechung. Holzmann. Franz. Schweden komplett. Zum zweiten Mal in diesem Spiel haben es die deutschen Spieler nicht verstanden, eine numerische Überlegenheit in ein Tor umzumünzen. Und jetzt gibt es eine Strafzeit, sicherlich gegen einen Deutschen. Bob Morley, der Kanadier, fährt raus. Crosscheck zeigt er an. Schauen wir uns das. Ja, hier. Uli Hima. Uli Hima, drei Jahre lang hat er pausieren müssen in der Nationalmannschaft, weil er drüben bei den New Jersey Devils gespielt hat. Jetzt ist er zurückgekehrt. Ein wichtiger Verteidiger, aber er wird jetzt fehlen. Genau zwei Minuten. Fällt jetzt das erste Tor für die Schweden. Anfeuerung von den Rängen, die sich gut gefüllt haben. Sicherlich mehr als 12.000 Zuschauer. Vielleicht ist der Globe auch ganz ausverkauft. Aber man ist hier in Schweden doch insgesamt gesehen ein wenig zurückhaltender von der Begeisterungsfähigkeit her. Aber jetzt. Kent Nilsson, einer der stärksten im Team der Tre Kronas. Über 30, hat fast 500 Spiele in der National Hockey League absolviert, ist mit Edmonton Stanley Cup Sieger geworden und da sieht man, was er kann. Da lässt er die deutschen Spieler stehen, als wären es Slalomstangen. Ein großartiges Solo. Vorbei an Ron Fischer und vorbei an Karl Friesen. Die Führung für den Weltmeister und gespielt sind 14 Minuten und 5 Sekunden. Ein klasse Tor. Karl Friesen hat ein bisschen Pech gehabt. Aber wenn dieser Schwede so völlig frei auf ihn zukommt, da kann man ihm keinen Vorwurf machen, wenn die Scheibe ins Netz rutscht. Mir fehlt es ein bisschen an der Aggressivität heute in dieser deutschen Mannschaft. Das war gegen die Tschechoslowaken ganz anders, aber man darf eins nicht vergessen.
Die Tschechen und die Slowaken, die haben mittlerweile Angst vor uns, die Schweden nicht. Und das ist ihr großer Vorteil. Powerplay jetzt des Weltmeisters. Jetzt der Befreiungsschlag von Andreas Niederberger. Tommy Sandlin und sein Assistent Bengt Olsen, zwei, die schon Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre das Kommando bei den Schweden hatten. Und gerade Tommy Sandlin wurde natürlich gefeiert, als er mit seiner Mannschaft in Wien überraschend den Weltmeistertitel holte. Wieder ein Foul gesehen, diesmal ein Schwede, Thomas Sandström. Der Profi von den New York Rangers, erfolgreichster Schütze seiner Mannschaft hier. Nach den ersten beiden Spielen hat schon dreimal getroffen. Haken gegen Kiesling. Nummer 28 in Sverige, Thomas Sandström. Gewinner, 2 Minuten vor Hoffnung. Tiden 16:08. Dritte Strafe also gegen die Schweden. Nach Berglund und Dahlén sitzt jetzt Thomas Sandström auf der Sünderbank. Und das, was wir bisher an Überzahlspiel der deutschen Mannschaft gesehen haben, hat uns überhaupt nicht überzeugt. Es hat zwar eine sehr gute Chance für Hegen gegeben, das war aber eigentlich dann auch schon alles. Man hatte Probleme, den Puck überhaupt vernünftig in die Angriffszone zu bekommen. Trunschke, ein Mann, der das doch sonst im Schlaf beherrscht. Ja, stattdessen diese Einschusschance für den Mann mit der Nummer 20, Bo Berglund. Hegen. So muss es gehen. Kiesling. Steiger. Jetzt raus auf die blaue Linie. Dort steht Niederberger. Didi Hegen. Zu statisch das Spiel, zu wenig Bewegung. Die Scheibe müsste kreisen, jetzt versucht es Udo Kiesling. Der Puck prallt ab und zweimal toll pariert von Rolf Redewall. Die Chance für Helmut Steiger hier zum 1:1. Schade, das wäre jetzt wichtig gewesen. Es hat lange gedauert, bis Udo Kiesling, der Kapitän, so frei zum Schuss kam. Und dann die Möglichkeit für Helmut Steiger. Einmal und nochmal.
44 Sekunden sitzt Thomas Sandström noch draußen. Jetzt ist die zweite Formation auf dem Eis. Niemer, sauber. Fischer. Jawohl, schöner Querpass rüber auf Schorsch Franz. Der Winkel schlecht, der ist drin. Der ist drin, ich habe es ganz genau gesehen. Und ein grünes Licht leuchtet auf. Proteste der deutschen Spieler. Der Puck war drin. Ja. Und der Schiedsrichter ist rübergefahren zum Torrichter und entscheidet 1:1. Tor also durch Schorsch Franz nach 18 Minuten und einer Sekunde. Also, ein bisschen Glück war mit dem Spiel, aber wenn man bedenkt, dass Helmut Steiger diese großartige Chance vorher nicht nutzen konnte, dann ist dieser Ausgleichstreffer, hier sieht man es doch ganz deutlich, absolut verdient. Die Zuschauer pfeifen, buhen, aber Sie müssen sich mal vorstellen, wie weit viele der Besucher hier von der Stelle, dort wo die Entscheidung nämlich fiel, wegsitzen. Die können das gar nicht richtig gesehen haben. Unsere Position ist ziemlich genau über der des schwedischen Tores und deshalb habe ich auch gleich erkennen können, dass die kleine Hartgummischeibe über der Linie war. Also beide Tore fielen bei Überzahl. Sowohl die Schweden als auch die Deutschen haben also mit einem Mann mehr den Torerfolg geschafft. Kent Nielsen zum 1:0 in der 15. und Schorsch Franz zum 1:1 in der 19. Minute. War zunächst ein Fehler von Udo Kiessling und den konnte er nur auf Kosten eines Fouls korrigieren. Schade. Da hakt er. Ansonsten wäre der Schwede frei zum Torschuss gekommen. Erste Strafzeit in diesem Turnier überhaupt für Udo Kiessling, den 34-jährigen, fast 34-jährigen Kapitän. 253 Länderspiele hat er bestritten. Jetzt heißt es noch einmal mit aller Kraft versuchen, dieses 1:1 zu halten. Es wird schwer werden. Aber rein aus psychologischen Gründen, das muss ich Ihnen nicht sagen, wäre es wichtig, mit diesem Unentschieden in die Kabine zu kommen. Oh, müssen alle Schweden noch mal raus aus dem Verteidigungsdrittel der deutschen Mannschaft. Thomas Steen, Kent Nilsson und Bo Berglund für die Schweden. Dazu die schussstarken Verteidiger Anders Eldebrink hier am Puck und mit der Nummer 4 der Profi von Winnipeg, Fredrik Olausson. Tja, das sieht also gut aus. Die letzten Sekunden des ersten Drittels laufen.
Und obwohl die deutsche Mannschaft nur 4 Mann auf dem Eis hat, wird sie mit diesem 1:1, und das ist schon ein kleiner Erfolg, das muss man so sagen, in die Kabine gehen. Und hoffen wir dann natürlich, dass man im zweiten Drittel diese etwas kritische Situation noch gut überstehen wird, um dann vielleicht über ein besseres Spiel auch weitere Tore erzielen zu können. Denn eins ist klar, diese ersten 20 Minuten haben von beiden Seiten her nicht unbedingt überzeugt. Damit, meine Damen und Herren, zunächst aus Stockholm wieder zurück nach Deutschland. Udo Kisslinger kommt zurück. Also, das ist zunächst einmal geschafft und ich hoffe, dass die deutsche Mannschaft jetzt so gestärkt zu einem vielleicht auch etwas besseren Spiel finden wird. Sie hat sehr vorsichtig agiert im ersten Drittel, aber das Konzept ist insofern aufgegangen, als es eben 1:1 steht und das ist ja für eine deutsche Mannschaft gegen Schweden immer schon mal ein Erfolg. Mihail Galinowski aus der Sowjetunion unterstützt den Hauptschiedsrichter Bob Morley aus Kanada zusammen mit Jan Tatiček aus der Tschechoslowakei. Hier ist Ron Fischer. Bernd Hake, Betreuer der deutschen Mannschaft, versucht die Trainer insofern zu unterstützen, als er ein bisschen Statistik betreibt. Das sind ein paar hundert Besucher sicherlich aus Deutschland hierher nach Stockholm gekommen. Wir haben das schon gegen die Tschechoslowakei gesehen. Da haben sie sich versucht, lautstark bemerkbar zu machen. Das war etwas leichter als heute, denn hier sind natürlich die schwedischen Fans schon am Zug. Und hier ist Matthias Hoppe vom ERC Schwenningen. Bei seinem ersten Weltmeisterschaftsturnier saß er immerhin bisher zweimal auf der Ersatzbank. Das ist schon ein Fortschritt. Wollen wir mal sehen, ob er vielleicht im Verlauf des Turniers noch einmal die Chance bekommt, sich auch auf dem Eis zu bewähren. Aber die Reihenfolge im deutschen Team ist natürlich klar. Friesen, Schlickenrieder, Hoppe. Schweden versuchen jetzt Powerplay zu spielen. Tor hätte nicht gezählt. Wenn der Puck reingegangen wäre, Sie wissen das vielleicht, mit dem Schlittschuh darf man die Scheibe nicht spielen. Man darf sie zwar spielen, aber ein Tor würde nicht zählen. Bulli. Peter Dreiseitel. Röttger, dieser gemischte Sturm mit Roy Röttger aus Düsseldorf, Harald Birk, Nummer 8 im Berliner und eben mit Peter Dreiseitel aus Mannheim. Und jetzt die Chance für Udo Kisslinger. Er hat schon zwei, dreimal von der blauen Linie im ersten Drittel gefährlich geschossen.
Berg. Die Rosenheimer Linie jetzt auf dem Eis. Wird gefährlich. Håkan Södergren. Zweimal ist er an Carl Friesen gescheitert. Ja, da muss man unheimlich aufpassen. Sofort hatten die Schweden einen Mann mehr beim Angriff. Und es wird sicherlich wieder darauf ankommen, ob die deutschen Spieler einfach diese Taktik umsetzen können. Dieses disziplinierte Spiel aus der Abwehr heraus. Zunächst einmal auf Zerstörung angelegt. Mit möglichen Kontern, ob man das durchhalten kann oder ob man dann vielleicht dann und wann doch zu offensiv wird, es mit Gewalt versuchen will zu erzwingen und dann einfach den Schweden zu viel Platz lässt. Auch eine Geduldsfrage. Hane. Wieder unerlaubter Weitschuss. Hakelei mit Beerwanger und mit Steen. Und der Schiedsrichter macht kurzen Prozess und schickt beide raus. Markus Beerwanger schon zum zweiten Mal. So kann er der deutschen Mannschaft natürlich nicht helfen. Und es war ganz unsinnig und unnötig, da das Spiel ja schon unterbrochen war, sich da anzulegen. Thomas Steen, einer von sieben Profis in dieser schwedischen Mannschaft, spielt bei den Winnipeg Jets. Und wie man hört, soll ihm Lugano, der Schweizer Verein, $350.000 plus Auto und Haus geboten haben. Und man vermutet, er wird vielleicht schwach werden und kommt zurück nach Europa. Fast vier Minuten im zweiten Drittel gespielt. Beide Mannschaften also geschwächt. So gesehen macht das normalerweise nicht viel aus. Die technisch bessere Mannschaft sollte sich bei einer solchen Situation, wenn mehr Platz auf dem Eis ist, durchsetzen können. Aber wer ist da technisch besser? Das ist die Frage. Gerd Trunschka. Zusammen mit Hegen, Niederberger und Kiesling jetzt auf dem Eis. Mit das Stärkste, was da bei uns in aufbieten kann. Bei Unterzahl, bei Überzahl, bei einer Konstellation 4 gegen 4, da müssen die einfach ran. Die Tschechoslowakei hat er mit einem schnellen Antritt und einem vehementen Schuss fast von der blauen Linie weg Hašek überwinden können. Kissing. Ja. Ja, die Schweden haben fliegend gewechselt. Das war für einen Moment lang eine gute Chance. Bye.
So, Sie hören sicherlich die Ansage, beide Mannschaften sind wieder in Full Strength, also in vollster Besetzung auf dem Eis. Dreiseitel am Pfosten. Das war ein schöner Schuss des Mannheimers. Pfostenschuss in der 7. Minute des zweiten Drittels. Niederberger. War die beste Chance für das deutsche Team in diesem Mittelabschnitt. Nochmal, Peter Dreiseitel. Der Winkel war gar nicht gut. An den linken Pfosten. Viel Glück für Ritterwald. Bernd Wagner aus Landshut, 24 Jahre alt, seine erste Weltmeisterschaft, die er erlebt, spielt in Landshut für meine Begriffe häufig ein bisschen unter Wert. Xaver Unsinn lässt ihm mehr Freiheiten, als das Pavel Wollek, sein Vereinstrainer, bisher zugelassen hat. Hat bisher wirklich nicht enttäuscht. Ah, das war ein sehr, sehr schöner Pass von Gerd Trunschka. Aber Hegen hat wenig damit anfangen können. Ja, kein Abseits. Niederberger gegen Schusskampf und Kissling. Helmut Steiger war vor der Scheibe im Drittel der Schweden, deshalb abseits. Ein Blick hinauf war das zu den Luxussuiten. Für 80.000 D-Mark werden sie vermietet. Von dort oben muss man einen herrlichen Blick hinunter haben auf die Eisfläche. Franz, sehr schöner Pass, Kreis.
Fischer, ja, der Querpass auf Harald Birk. Der kann da mal 1 gegen 1 gehen, der ist unheimlich stark mit der Scheibe. Beide Mannschaften, so habe ich den Eindruck, haben noch viel Respekt voreinander. Der Schutz des eigenen Tors, so hat man den Eindruck, ist das erste Ziel nach wie vor. Welch ein Unterschied zum Beispiel zur Begegnung zwischen diesen Schweden und den Amerikanern, als man nach NHL-Manier wirklich offensiv agierte, von der ersten bis zur letzten Minute mit vollem Risiko spielte. Das war für die Zuschauer ein ganz tolles Spektakel. Es hat sehr viele Torchancen gegeben. Hier ist die Begegnung doch mehr von der Taktik geprägt. Vorsicht, das ist das erste Ziel auf beiden Seiten. Niederberger. Schöner Einsatz von Röttger, Dreiseitel und dann kommt mit der 21 Kamera. Axel Kamera, der ein wunderbares Tor gegen die Tschechoslowaken schoss und im Nationalteam an der Seite seiner früheren Mannschaftskollegen Arne und Beerwanger so richtig aufblieb. Markus Beerwanger. Vorchecking der deutschen Mannschaft jetzt mit 3 Mann. Ah, da wird hinten natürlich schon ein bisschen offen. Und, ui! Ja, Strömball ist der Torschütze. Ich habe es gerade eben gesagt, da hat man gerade einen Moment lang zu viel riskiert, mit 3 Mann vorgecheckt und sofort haben die Schweden die Chance genutzt und gehen hier zum zweiten Mal in Führung nach 10:59 des zweiten Drittels. Friesen lässt nach vorne abprallen und dann kommt Strömball und hat allen Platz, den er sich wünscht. Schade. Es ist ein Geduldsspiel. Ich habe das vorher mal angedeutet. Bei dieser Taktik, einer macht mal auf, versucht es und dann geht es im Eishockey unheimlich schnell. Dann kommt der Konter und dann ist einfach das Tor da. Runschka und Carlsson. Anders Carlsson spielt bei den New Jersey Devils, hat dort mit Uli Hiemer lange in einem Team zusammengearbeitet. Vielleicht die stärkste Linie der Schweden. Zusammen mit Sandström und mit Dahlén. Das ist die Profilinie. 2 Mann von den New York Rangers und Carlsson, der Sturmführer von den Devils.
Niederberger. Ja, war gut der Schuss, weil er flach war. Dadurch konnte der Torwart schlecht sehen. Das ist ja die Kunst beim Eishockey, flach schießen. Das können die Russen so gut wie kaum ein anderer, wie kaum eine andere Mannschaft. Da wird es dann für die Torhüter schwierig. Karl Friesen, bisschen undankbar heute seine Aufgabe. Nicht so arg viel geprüft und doch schon zweimal überwunden. Und hat beide Male nicht, sagen wir mal, ganz glücklich ausgesehen. Schwierig für Gerd Tronschka, wenn er sich an der Bande einklemmen lässt. Gegen. Sehr gut gemacht. Und Niederberger. Eieiei, das ist schon der zweite Schuss, der ganz klar daneben geht. Hier ist übrigens Börje Salming, der Verteidiger mit der Nummer 21. Man kann schon sagen, ein legendärer Abwehrspieler. Die Schweden haben ihn zurückgeholt mit 38 Jahren, weil er mit seinem Club, bei dem er 16 Jahre aktiv ist, bei den Toronto Maple Leafs, weil er mit seinem Club ausgeschieden ist, im Kampf um den Stanley Cup. Das darf doch nicht wahr sein. Bo Berglund. So viel Platz darf man den Schweden nicht lassen. So geht das schief. 12:27 vorbei im zweiten Drittel. Ein platzierter Schuss von Bo Berglund. Mit 34 Jahren einer der ältesten im schwedischen Team bei seiner ersten Weltmeisterschaftsteilnahme. Schauen Sie es mal an. Kann er nichts machen, der Karl Friesen. Scoring for Sweden, number 20, Bailon, assisted by number 10, Nilsson. Time 12:27. 3:1 also jetzt für die Schweden. Und jetzt wird es sehr, sehr schwer. Hoher Stock. Bisschen übervorsichtig, der Kanadier. Hat ja niemand behindert. Aber bitte. Ja, was hat er jetzt gesehen? Halten. Wer muss raus für die Schweden? Mats Kielström. Von Södertälje. Einer der kräftigen, schussstarken schwedischen Verteidiger. Sie haben alle
so ungefähr 90 Kilo groß gewachsen. Da kann es einem Angreifer schon mal anders werden, wenn er anlaufen muss. Die fünfte Strafe gegen die Trekronas. 13:34 im zweiten Drittel gespielt. Die Chance zum Anschlusstreffer für die deutsche Mannschaft. Und wer ist auf dem Eis? Natürlich wieder der Paradeblock. Hegen. Stimmt zu hastig. Trunschka. Ja, er hat heute nicht den Biss. Salming und die Chance. Landstart von Karl Friesen. Das hat man schon gegen die Sowjets gesehen. In Überzahl hat man zwei Treffer kassiert nach völlig unnötigen Fehlern. Eine Minute der Strafzeit von Mats Kielström ist vorbei und das deutsche Team hat noch nicht einmal auf Ritterwall geschossen. Ja. Hegen und Steiger waren zu schnell, weil der Pass nicht kam. Und Gerd Trunschka schimpft. Sie können das jetzt im Moment nicht sehen. Er ist sauer, wahrscheinlich mit sich und der Welt. Keine Gefahr für diesen Mann. Drei zu eins der Spielstand für den Weltmeister, für den Gastgeber hier in Stockholm. Und es verbleiben noch 46 Sekunden, um aus diesem 3 zu 1 ein günstigeres Ergebnis zu machen. Jetzt die neu formierte Linie mit Holzmann, Franz und Fischer. Von den dreien hat man wenig gesehen in diesem Spiel. Olausson. Mal wollte ich sagen, dass eigentlich so diese Grundaufstellung erreicht ist, die man braucht, um ein vernünftiges Powerplay aufzuziehen. Und in dem Moment kam dann schon wieder ein Fehlpass und jetzt ist die Chance vorbei. Die Schweden sind wieder komplett. Ja, das war arg jämmerlich, aber jetzt muss er abpfeifen. Der Schwede hat den Puck geführt. Friesen hat jetzt zweimal hintereinander glänzend pariert, sonst wäre das Spiel jetzt im zweiten Drittel vielleicht schon für die Schweden gelaufen gewesen.
Schützling. Oh. Das war eine Abseitsentscheidung. Naja, man hat im Eishockey schon die tollsten Dinge gesehen. Auch aus einer solchen Distanz hat sich mancher Schlussmann überwinden lassen. Aber es ist mehr aus der Verzweiflung herausgeboren. Nichts Konstruktives natürlich. Birk, Dreiseitel, Röttger. Peter Dreiseitel, der ja gegen die Tschechoslowaken am Flügel spielen musste. Fischer damals in der Mitte, dieses Experiment hat man bald abgebrochen. Aber und wenn es wäre noch mal ein Traum für ihn, bei einem großen Ereignis die Schweden zu packen. Das hat er mir gestern Abend noch einmal verraten und das kann man auch nachfühlen. Wie oft war eine deutsche Nationalmannschaft ganz nahe dran. In den letzten Jahren war es eigentlich immer knapp und denken wir an 84 Sarajevo 1-1, als Hima den Ausgleich schoss und das 2-1 immer wieder in der Luft lag. 88 in Calgary, 3-2 verloren. Irgendwann müsste es doch mal klappen, aber im Moment sieht es überhaupt nicht danach aus, als könnte das hier in Stockholm heute Abend der Fall sein. Mike Schmidt. Salming. Doch hier Salming. Über 1000 Spiele hat er für die Maple Leafs gemacht. War einer der ersten Schweden, der 1973 das Wagnis einging, in die National Hockey League zu gehen. Und mittlerweile sind ihm viele, viele seiner Landsleute gefolgt. Ich schätze, dass im Moment um die 30 Schweden in Nordamerika im Einsatz sind. Noch 3 Minuten bis zum Ende dieses Drittels und wieder freie Schussbahn, diesmal für Fredrik Olausson. Oh, der Gerd Honschka. Selten so schwach gesehen wie heute. Schöner Pass von Hegen, aber Steiger hat da gegen Elde Brink und gegen Olausson keine Chance. Mit seiner Kraft, vielleicht konnte er sich mal durchsetzen. Und 2 Linienpass. Kent Nielsen, Schütze des 1-0. Spielt jetzt bei Djurgården Stockholm, dem schwedischen Rekordmeister. Er ist extra zurückgekommen nach Schweden, um mit dieser Mannschaft Weltmeister zu werden. Ist mit Edmonton Stanley Cup-Sieger geworden. Hat in einer Linie mit Glenn Anderson und Mark Messier gespielt. Den beiden, die ja hier das Team Kanada verstärken sollen. Einer der Großen. Da ist er wieder. Wenn der mal am Puck ist, ist er kaum aufzuhalten. Eriksson. Karl Friesen. Gegen die Sowjets hat er zugesehen, da hat er sich ausgeruht, da hat er den Beppo Schlickensee rangelassen.
George Holzmann. Geht verletzt in dieses Spiel, das darf man nicht vergessen. Er hat einen Daumen im Gips. Daumenkuppe ist angebrochen. Und das war Haken von Thomas Zehn. Das heißt also, dass die deutsche Mannschaft jetzt den Torwart rausnimmt. Friesen ist schon draußen. Ein sechster Spieler ist auf dem Eis. Hegen ist gekommen. Und wenn die Schweden den Puck unter Kontrolle haben, was im Moment nicht der Fall war, aber es ist eine Abseitsentscheidung getroffen worden, dann wird die Strafe ausgesprochen. Da kommt das Haken eindeutig. Er sitzt also zum zweiten Mal draußen. Thomas Steen, 28-jähriger Profi von den Winnipeg Jets. Ja, das würde Auftrieb geben, wenn den Unsinn-Schützlingen hier in den letzten 60 Sekunden der Anschlusstreffer gelänge. Das würde nochmal Kraft frei machen. Vielleicht Motivation bedeuten für ein starkes letztes Viertel. Uli Hiemer, er könnte es schaffen. Er schießt mit am besten aus der Distanz. Das haben wir gegen die Sowjets gesehen, als er in Überzahl den einzigen Treffer markierte. So, Xaver Unsinn hat jetzt knapp eine Minute vor dem Ende des zweiten Drittels seine kämpferisch vielleicht stärkste Linie gebracht. Bärwanger, Ahne und Kamera. Und dahinter Kreis und Hiemer. Die fünf sollen es schaffen. Hiemer. Kamera. Kreis. Ahne, noch ein Angriff ist möglich, aber die Sekunden verrinnen und dieses zweite Drittel geht zu Ende. Die Schweden haben von 1:1 auf 3:1 gestellt, gar nicht einmal aus so druckvollen Situationen heraus, aber das deutsche Team schien in diesem Mittelabschnitt irgendwie gelähmt. Vor allen Dingen die erste Reihe mit Rutschka, Hegen und Steiger bringt nicht das, was sie normalerweise bringt. Und wenn das der Fall ist, dann merkt man einfach, wie es um dieses deutsche Team bestellt ist. Dann ist der Leistungsabfall insgesamt natürlich schon zu krass. Was bleibt, ist Hoffnung auf die letzten 20 Minuten. Vielleicht können sich diese deutschen Spieler noch einmal entsprechend einstellen. Die Trainer Xaver Unsinn und Peter Hemer sind jetzt in der Kabine natürlich gefordert. Wir wollen mal sehen. Damit, meine Damen und Herren, zunächst wieder aus Stockholm zurück nach Deutschland. Guten Tag für die Zuschauer. Zwischendurch auf andere Art spannend als das Eishockeyspiel Westrei aktuell, unter anderem mit diesen Themen. Bern, Milliardär Khashoggi geht's an den Kragen. Bonn, CDU-Fraktion nimmt alles hin. Luxemburg, Großherzogtum, ist 150 Jahre unabhängig. Und das Wetter, kalte Meeresluft. Bleibt bestimmt. Frauen, Luxus, Waffen, Öl und Geld, vor allem viel Geld, das alles hat oder hatte der saudi-arabische Multimilliardär Khashoggi. Doch seit heute sitzt diese vielleicht schillerndste Figur des internationalen Jetsets deutlich weniger komfortabel
in einem Schweizer Gefängnis. Das meiste Geld machte Khashoggi mit Waffengeschäften in Saudi-Arabien. Dorthin hat er glänzende Beziehungen. Schließlich war sein Vater Leibarzt von König Ibn Saud. Doch mit dem sinkenden Ölpreis gingen auch die Waffenkäufe der saudischen Scheichs zurück. Mit glücklosen Geschäften verlor Khashoggi hunderte von Millionen Dollars und musste schließlich sogar seinen Lieblingsjet verkaufen. Allerdings, zu Spenden für ihn müssen wir sicher nicht aufrufen. Mit vollendeter Höflichkeit pflegt der Saudi Khashoggi normalerweise seine Gäste zu empfangen. Doch diesmal erschien ungebetener Besuch. Er saß gerade beim Frühstück in seiner Suite im Berner Hotel Schweizer Hof, als die Herren der Berner Polizei auftauchten und ihm den Haftbefehl präsentierten. Da nutzten auch die vielen Milliarden nichts mehr. Er musste seine Suite gegen das kärgliche Ambiente des Berner Bezirksgefängnisses eintauschen. Hier schmort er nun in Auslieferungshaft. Gegen ihn liegt in den Vereinigten Staaten ein Haftbefehl vor. Khashoggi wird vorgeworfen, dem philippinischen Ex-Diktatoren-Ehepaar Marcos bei krummen Geschäften geholfen zu haben. Der greise Marcos hatte, als ihn die Filipinos 1986 aus dem Land warfen, einiges mitgehen lassen. Darunter wertvolle Gemälde aus dem Metropolitan Museum aus Manila. Die soll Khashoggi als Strohmann unter die Leute gebracht haben. Außerdem half der Saudi dem Diktator angeblich mit gefälschten Papieren, 100 Millionen Dollar geraubter philippinischer Staatsgelder in diese New Yorker Immobilien zu investieren. Deswegen müssen sich die Eheleute Marcos schon vor einem Gericht in New York verantworten. Imelda zeigte sich damals geschockt. Als sie mir dann auch noch die Fingerabdrücke abnahmen, waren meine Hände so dreckig. Um auch den Imelda-Freund Khashoggi den Prozess machen zu können, müssen die USA innerhalb von 60 Tagen ein Auslieferungsersuchen stellen. Andernfalls kann Khashoggi wieder den gewohnten Luxus genießen. Weiter mit Filmberichten aus dem Ausland. Die Stationen sind Peking und Warschau. Historischer Augenblick in Warschau. Die Gegner von einst reichen sich die Hände. Polens Staats- und Parteichef Jaruzelski und der Chef der bis gestern verbotenen Gewerkschaft Solidarität Walesa. Die letzte Begegnung der zwei war am 4. November 1981. Knapp einen Monat später hatte Jaruzelski das Kriegsrecht verhängt und die Solidarität verboten. Hunderte Solidarność-Anhänger wanderten in Lager und Gefängnisse. Gefängnis riskierten auch diese 2000 Studenten in China. Sie zogen in die Innenstadt von Peking und riefen: Kampf der Diktatur, wir wollen Rede- und Pressefreiheit. An einem Denkmal entrollten sie dieses Spruchband, Text: Rehabilitierung für Hu Yaobang. Das Idol der Studenten war am Samstag gestorben. Der liberale KP-Chef Hu hatte Anfang 1987 nach den großen Studentenunruhen seinen Hut nehmen müssen. Vorwurf, er habe die Zügel zu sehr schleifen lassen. Bundeswehr-Generalinspekteur Wellershoff hält den Verzicht auf einen längeren Wehrdienst für falsch. Außerdem wehrt er sich gegen den Vorwurf, das Verteidigungsministerium habe unsolide Angaben über die Zahl der Rekruten gemacht. Der Bundeskanzler hatte gestern den Verzicht auf die Wehrdienstverlängerung mit neuen Zahlen von der Harthöhe begründet. Dagegen lagen der Unionsfraktion nach Angaben ihres verteidigungspolitischen Sprechers Wils keine neuen Zahlen vor. Trotzdem billigte sie den Beschluss des Vorstandes, sogar mit Beifall. Obwohl sich noch vor der Sitzung viele Abgeordnete beschwert hatten, nun müssten sie der Basis die Rücknahme der Wehrdienstverlängerung erklären, nachdem sie zunächst dafür gekämpft hätten. Auch die CSU will der neuen Kehrtwendung nicht im Wege stehen. Wenn CDU und FDP eher eine andere Meinung einnehmen, wenn der Bundesverteidigungsminister, der neue Bundesverteidigungsminister, aufgrund neuer Bewertungen, entweder neuer Zahlen oder neuer politischer Bewertungen, zu einem anderen Ergebnis kommt, dann wird die CSU nicht allein das aufhalten können, was CDU und FDP wünschen. Bonn gibt Bayern beim Bau von Wackersdorf Rückendeckung. Bundeskanzler Kohl versicherte dem bayerischen Ministerpräsidenten heute schriftlich, er halte an der Wiederaufarbeitungsanlage fest, egal was Feber und die französische Cogema planten. Das wolle er morgen und übermorgen auch François Mitterrand sagen. Streibel las Kohls Brief im Landtag vor. Aber er traut dem Kanzlerwort offenbar nicht ganz. Denn die Möglichkeit eines Baustopps für Wackersdorf wollte er auch jetzt nicht ausschließen. Die CDU ist mit einer Verfassungsklage gegen die frühere Bundesregierung unter Kanzler Helmut Schmidt abgeschmettert worden. Die Regierung Schmidt habe mit ihrer Neuverschuldung im Haushalt 1981
nicht gegen das Grundgesetz verstoßen, so die Karlsruher Richter. Begründung des Bundesverfassungsgerichts: Der Staat habe sich damals verschulden müssen, um, so wörtlich, eine Störung des wirtschaftlichen Gleichgewichts abzuwehren. Vor 7 Jahren hatte die CDU-CSU-Bundestagsfraktion geklagt. Sie hielt die Neuverschuldung für verfassungswidrig, denn sie sei gegen das Gebot des Grundgesetzes höher ausgefallen als die Neuinvestitionen. Dies sei zwar richtig, bestätigten die Richter, aber damals sei die Konjunktur schlecht gewesen und so habe eine Ausnahmesituation bestanden. Sie hatten was von Kirmesstimmung und sie hatten was von hochoffizieller Würde, die Feiern zum 150. Geburtstag Luxemburgs. In einem der kleinsten Länder der Welt versammelte sich ein großes Aufgebot internationaler Diplomatie. Doch die 360.000 Luxemburger Bürger scherte das wenig. Sie haben in der EG-Metropole häufig hohen Besuch und es gab heute noch nicht mal arbeits- oder schulfrei. Es war zwar der 19. April 1839, als sich Luxemburg endgültig von den Niederlanden trennte, aber morgen hätte die ganze Politprominenz keine Zeit gehabt. So wurde die Feier kurzerhand um einen Tag vorverlegt. Denn auf die Regierungschefs der Länder, die damals den Unabhängigkeitsvertrag mit unterzeichneten, wollte das kleine Großherzogtum nun nicht verzichten. Zwischendurch traf Bundeskanzler Kohl den sowjetischen Ministerpräsidenten Ryschkow. In erster Linie ging es bei dem Gespräch um Einzelheiten zum Gorbatschow-Besuch im Juni in der Bundesrepublik. Es sei aber auch über Abrüstungsfragen gesprochen worden, hieß es. Kohl hatte auch Großherzog Jean und dessen Frau getroffen, ließ sich das Festbankett auf Schloss Bruckliste allerdings entgehen und flog bereits am Nachmittag zurück an den Rhein. Die Bundesregierung will das Arbeitslosengeld für Über- und Aussiedler kürzen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters erwägt die Koalition erstens, die Bemessungsgrundlage für das Arbeitslosengeld abzusenken, zweitens nur noch 12 Monate lang zu zahlen und drittens Aussiedlern ohne Deutschkenntnisse zunächst nur eine Eingliederungshilfe statt des höheren Arbeitslosengeldes zu zahlen. Eine Delegation der Kommunistischen Partei der Sowjetunion hat heute das Durchgangslager Unna-Massen und die Flüchtlings- und Vertriebenenstadt Espelkamp besucht. In Espelkamp war die Delegation unter anderem zu Gast in einem Sprachkurs für Aussiedler aus der Sowjetunion. Aussiedler sollten ohne Probleme in ihrer sowjetischen Heimat Urlaub machen können, forderte der Chefredakteur der deutschsprachigen sowjetischen Tageszeitung Freundschaft, Konstantin Ehrlich. Die Abwanderung von Deutschen aus der UdSSR dürfe nicht behindert werden. Im Rahmen von Perestroika müssten in der Sowjetunion langfristig allerdings so gute Bedingungen geschaffen werden, dass Ausreisewünsche überflüssig würden. Ehrlich war zusammen mit 2 Mitgliedern des Zentralkomitees der KPdSU auf Einladung der SPD-Bundestagsfraktion in die Bundesrepublik gekommen. 2 Meldungen aus dem Bereich der Funkmedien. Der Sender Freies Berlin hat einen neuen Intendanten. Es ist Günther von Lojewski. 13.000 Zuschauer in der Globe Arena sahen ein gutes und torreiches Spiel. Die Kanadier in den roten Trikots machten den Auftakt. Steven Eiserman erzielte nach 3 Minuten das 1:0. 7 Minuten später, ein Kanadier drückte die Strafbank, zogen die Amerikaner ein Powerplay auf und konnten durch Corey Millen zum 1:1 ausgleichen. Kurz nach Wiederanpfiff ist es dann Brian Mullen, der die US-Boys sogar in Führung bringt. Doch Kanada reagierte postwendend. Eine wunderschöne Kombination über 5 Stationen schließt Kirk Muller zum Pausenstand von 2:2 ab. Im 2. Drittel startete der 19-malige Weltmeister furios. Das 3:2 erzielte Brian Bellows schon nach 40 Sekunden. Dieser Treffer noch einmal in Zeitlupe. 1 Minute später zieht Carlisle einen Schlagschuss von der blauen Linie ab und aus dem Gewühl vor dem Tor trifft John McLean zum 4:2. Beim nächsten Treffer schien die amerikanische Abwehr förmlich zu schlafen. James Patrick kann völlig unbedrängt auf das Tor zufahren und markiert das 5. Tor für sein Team. Im Schlussabschnitt erspielten sich die Ahornblätter noch 3 weitere Tore. Nach einem Alleingang von Steven Eiserman heißt es 6:2. Die Amerikaner schienen nun völlig zu resignieren, denn bei diesem Schlagschuss wurde Brian Bellows gar nicht mehr ernsthaft bedrängt. Den Schlusspunkt setzte der überragende Steven Eiserman. Bei seinem 3. Treffer konnte er sich die Ecke in aller Ruhe aussuchen. Nach diesem 8:2-Sieg zählen nicht nur die jubelnden kanadischen Fans, das Ahorn-Team, zu den Titelfavoriten.
So, meine Damen und Herren, in wenigen Augenblicken beginnt hier in Stockholm das letzte und natürlich dann auch entscheidende Drittel. Das ist Bob Morley, der Hauptschiedsrichter, ein bisschen allzu gesprächig. Das ist unsere Meinung, die wir hier uns gebildet haben, oben auf den Rängen. Spricht mit den Spielern ein bisschen zu viel, ist immer schlecht. Aber alles in allem hatte er bisher wenig Probleme. 12 Strafminuten gegen die Schweden, 8 gegen das deutsche Team. Soeben hat das letzte Drittel begonnen. 58 Sekunden sitzt Thomas Steen, der Schwede, noch auf der Strafbank. Die Chance also für die deutsche Mannschaft gleich zu Beginn hier dieser letzten 20 Minuten vielleicht alles wieder in einem anderen Licht zu sehen, wenn nämlich der Anschlusstreffer gelingen sollte. Birk, Trunschka und Chance für Didi Hegen. Das war schon seine zweite große Tormöglichkeit in diesem Spiel. Eine hatte er im ersten Drittel, auch bei Überzahl. Und das war die zweite. Ein gemischter Block jetzt gerade eben mit Trunschka, mit Hegen und mit Birk. Und das deutet darauf hin, dass Helmut Steiger möglicherweise verletzungsbedingt im letzten Drittel hier nicht mehr zum Einsatz kommen kann. Also eine große Chance für den Kaufbeurer Harald Birk, der eine tolle Saison in Berlin hatte und zum Lohn dafür hat ihn Xaver Unsinn in die Nationalmannschaft berufen und viele meinen, zusammen mit Georg Holzmann könnte er auch in der Nationalmannschaft, ähnlich wie beim BSC Preußen Berlin, eine hier weitaus bessere Rolle noch spielen. Hegen. Halten ist angezeigt und die Tür geht drüben links auf und das zeigt uns, dass ein deutscher Spieler raus muss und Sie sehen ihn hier, Gerd Trunschka. Ja, das ist heute Abend nicht sein Spiel. Hier, schauen Sie. Eine erste Strafzeit hier in diesem Turnier. 157 Länderspiele für Deutschland, sicherlich einer der besten deutschen Eishockeyspieler, die es überhaupt gab. Oft hat man gesagt, er könnte durchaus auch bei den Sowjets mitspielen. So gut ist seine Technik, so großartig sein läuferisches Vermögen. Für ein paar Augenblicke also die Konstellation hier auf dem Stockholmer Eis 4 gegen 4. Aber jetzt sind die Schweden bereits wieder komplett, also zu 5. Anders Eldebrink und wieder hat er Platz. Sie haben immer wieder Platz, die Schweden, weil die beiden Verteidiger die Positionen nicht halten. So sind auch die Tore 2 und 3 entstanden. Allerdings, das darf man nicht vergessen, die deutsche Mannschaft, wie gesagt, in Unterzahl im Moment. Anders Eldebrink, ein bärenstarker Verteidiger, war bester Scorer der Schweden bei den Olympischen Spielen in Calgary. Die Trekronas müssen ja auf Bengt Åke Gustafsson verzichten, den Captain der Weltmeistermannschaft von 87. Er ist mit Washington ausgeschieden im Kampf um den Stanley Cup, aber ich habe so die Vermutung, er wollte nicht recht kommen, hat dann eine Verletzung signalisiert. So haben die Schweden dann gesagt, okay, dann verzichten wir auf ihn. Håkan Loob ist auch nicht dabei. Einer der großen Schweden spielt mit Calgary. Rolf Ritterwall, insgesamt relativ wenig geprüft, einmal hat er viel Glück gehabt bei dem Pfostenschuss von Peter Dreiseitel.
aber es spielt sich sehr viel ab in der neutralen Zone, wenig Torchancen, sehr viel Taktik mit dem Spiel. So, eine 1 gegen 1 Situation, die aber Georges Franz scheut, und das verstehe ich auch. Denn wenn man einen Mann weniger auf dem Eis hat, dann ist einfach die Sicherheit das oberste Gebot. Und das heißt einfach, den Puck zu halten. Kreis. Oder, wie eben hier, einfach aus dem Verteidigungsdrittel herauszuschießen. Und jetzt Kamera! Gegen die Tschechoslowaken hat er von der anderen Seite getroffen. Genau aus diesem Winkel. Rechts oben rein. Aber das geht natürlich auch nicht jeden Abend. Bulli. Verärgerung bei Manfred Ahne, dem bärtigen Rosenheimer, dem kraftvollen Außenstürmer. Und immer wieder wird Gerd Trunschke eingeblendet, ebenso wie Udo Kissling 87 in Wien ins All-Star-Team berufen. Eine ganz große Auszeichnung für den deutschen Eishockeysport. ...2,29 sind vorbei im letzten Drittel und die Schweden noch ein paar Augenblicke lang mit einem Mann mehr. Aber es wird sich kaum ausgehen für eine wirklich gute Torsituation. Jetzt ist Gerd Trunschke zurück. Röhmball, Schütze zum 2:1. Ja, die Schweden mit einer großen Torhüter-Tradition, da wir gerade eben Ritterwall gesehen haben. Ich denke an Männer wie Heckeroth, der in den 50er und 60er Jahren einer der großen Torhüter war. Leif Honken Holmqvist, der schmächtige Mann, der immer ohne Maske spielte. Dann kamen Högosta und Aström, 77 in Wien. Schließlich Pelle Lindberg, der sich als einziger europäischer Torhüter bei den Profis durchsetzen konnte, aber leider bei einem Autounfall vor 3 oder 4 Jahren ums Leben kam. Das war nicht ungefährlich. Quer zum eigenen Tor, da ist der Puck schnell einmal verloren und dann auch gleich im Tor. Kent Nilsson. Bo Berglund. Oh, jetzt wird es gefährlich. Aber Karl Friesen, haben Sie das gesehen, liebe Zuschauer? Er stand ganz ruhig, keine Bewegung hat er gemacht, als Anders Eldebrink abzog. Wunderbar gespielt zunächst von Kent Nilsson auf Bo Berglund, dem Schützen des dritten schwedischen Treffers. Vorbei an Kreis, Querpass, so schnell geht das im Eishockey, wenn man sich ein bisschen innerhalb der einzelnen Formationen versteht. Das war ein bisschen eigensinnig. Dreimann Vorchecking, immer eine gewagte Sache. Und Karl Friesen geht in dieser Situation auf Nummer sicher, hält den Puck auf Kosten eines Bullis natürlich.
Die Schweden probieren noch von der Mannschaftsaufstellung her. Drittes Spiel hier bei diesen Weltmeisterschaften. Und Tommy Sandlin hat die Mannschaft dreimal ziemlich umgewürfelt von der Besetzung her. Immer wieder probiert mit den Verteidigern, die Sturmreihen immer wieder mal anders aufgeboten. Aber jetzt wird es dann für den Weltmeister doch Zeit, dass die Blöcke stehen. Also nach wie vor Harald Birk neben Prunschka und Hegen. Andersson. Da sieht man, wie routiniert der Kapitän Udo Kissling ist. Immer wieder mal hat er einen Stock drin oder eine kurze Körperbewegung, wo er den Gegner nochmal abdrängen kann. Hegen. Und die Hand von Bob Morley ist oben. Er zeigt Halten. Ah, da muss ich mich den schwedischen Zuschauern sogar anschließen. Ist zu hart hier. Ist zu hart. Kann man nicht geben. Tut mir leid. Peter Andersen von Björklöven. Was macht Sava Unsinn? Was hat er aufzubieten für dieses Überzahlspiel? Sollte es überhaupt zu einer Art Überzahl auf dem Eis kommen? Das haben wir selten erlebt eigentlich bei diesen Situationen. Einmal fiel zwar ein Tor durch Georges Franz zum 1:1, aber ansonsten ist nicht viel Konstruktives zu sehen gewesen. Die Holzmann-Linie. Hima. Kreis. Und Tor! Jawohl! Georges Holzmann schießt den Anschlusstreffer. Und das freut mich für ihn riesig. Er stand ja in der Kritik, nachdem er eine 5-Minuten-Strafe provoziert hat im Spiel gegen die Tschechoslowakei und das gute Ergebnis gegen die Tschechoslowaken auf einmal auf dem Spiele stand, nach einem bösen Stockfoul. Dann die Verletzung am Daumen. Er wollte unter allen Umständen spielen. Da bei uns hat er gesagt, jawohl, Spiel. Und jetzt schießt er dieses Tor, nutzt die Chance zum 3:2. 5:26. Im letzten Drittel gespielt. Wieder bei einer 5:4 Konstellation. 9 Sekunden bevor Andersson, nachdem Andersson auf die Strafbank gegangen war. Der war Didi Hegen fast hineingespritzt. Grunschka. Schöner Schuss von Arne. Nachschuss von Gerd Grunschka. Und dann pfeift der Schiedsrichter. Ja, was so ein Tor ausmacht, das wissen wir ja. Das macht nochmal Kräfte frei. Da versucht jeder noch einmal ein paar Prozent mehr zu geben. Denn die Chance, die Schweden sind ja nicht weit davon gekommen zu einem Punktgewinn. Die Chance ist wieder intakt. Bär
Unterwanger beim Bulli. Der Kämpfer. Schuss von Arne. Pech hat er heute mit seinen Schüssen. Wieder zwei Minuten, diesmal gegen die deutsche Mannschaft. Sechste Strafzeit gegen das deutsche Team. Man kann es nur erahnen. Wieder gefährdet. Zwei Minuten lang die Schweden in Überzahl. Hoffentlich geht es gut. Aber die Trikonas tun sich schwer. In allen drei Begegnungen bisher. Und gegen die Polen wie auch gegen die Amerikaner haben sie erst in der Schlussphase die Spiele für sich entscheiden können. Ja, der Puck ist zweimal nach vorne weggesprungen. Das ist an sich eine ungünstige Situation. Da kann man aber dem Torhüter in so einer Phase auch keinen Vorwurf machen, denn die Schüsse kommen sehr hart, sehr flach. Da ist er froh, dass er überhaupt noch an die Scheibe rankommt. Nochmal, Anders Elde bringt. War das eigentlich. Ruhig, die Hände verschränkt, steht er hinten an der Bande und beobachtet das Geschehen und hofft natürlich mit seiner Mannschaft jetzt vielleicht auf eine Vorentscheidung. Denn Manfred Arne sitzt noch draußen. Genau eine Minute. Und die Schweden forcieren jetzt noch einmal das Tempo, das ist ja ganz klar. Effektivste Linie ist gekommen mit Karlsson, mit Sandström und mit Berglund. Hat der Schiedsrichter ein Auge zugedrückt. Das wäre dann auch zu bitter geworden. 5-3. Das kann man kaum überstehen gegen ein Weltklasse-Team. Das heute nur selten Weltklasse hat aufblitzen lassen. Aber jetzt. Hegen. Ich habe es nicht gut sehen können. Es war da unten an der Bande das ganze Geschehen durch die aufspringenden deutschen Spieler verdeckt. Sind die Schweden sogar mit zwei Mann mehr auf dem Eis forciert. Jetzt kommt allerdings der Rosenheimer gleich zurück. 8:56 im letzten Drittel gespielt. 3:2 nach wie vor der Spielstand für den Weltmeister, der jetzt die Möglichkeit zum vierten Tor hat. Nilsson. Wenn der am Puck ist, dann muss man die Luft anhalten. Eldebrink. Ja, Karl Friesen hat das richtig gemacht. Er wollte einen Bulli vermeiden, aber da hat das Zusammenspiel mit Ron Fischer nicht gepasst. Zehn. Arne. Immer raus. Kontermöglichkeit für Schorsch Franz, den schnellen Rosenheimer. Und da war der Verteidiger Eldebrink noch dazwischen. Schuss
George Holzmann, der Mann, der den zweiten Treffer schoss, ist gekommen im Bulli gegen Anders Karlsson. Da ist er wieder, der George. Schön freigespielt, George Franz. Ein Handpass wird angezeigt von Bob Morley. Anders Karlsson. Noch 22 Sekunden Strafzeit für Didi Hegen. Kielström. Die Schweden in der Idealaufstellung jetzt. Und ich glaube, dass die Unsinnschützlinge jetzt über diese heikle Phase rübergekommen sind. Ein Redline Offside. Im Band werden die Zuschauer animiert, Beifall zu klatschen. Das ist also ähnlich wie in Amerika, wie in Kanada, in der NHL. Da kommen die Zuschauer ja auch zum großen Teil im Anzug und in der Krawatte. Das ist eine gesellschaftliche Verpflichtung. Da dauert es schon lange, bis die Fans mal ausflippen. Erstaunlich wenig, was da von den Rängen dieses riesigen Globus herunterkommt in die Arena. Böse an die Bande gedrückt wurde, da hätte er sich den Hals brechen können. Da ist uns das Herz wirklich ein bisschen stehen geblieben. Da macht man 250 und mehr Länderspiele und dann sowas. Unglaublich. Jetzt ein Foul von Fredrik Olausson an Arne. Da muss er sich nicht beklagen. Das sind 120 Sekunden Strafzeit. Nicht mehr, nicht weniger. Oh, ist der sauer. Der 22-jährige Profi von den New York Rangers. Wunderbar. Number 4 in Sweden, Olausson. 12. Für die Schweden ist es die 8. Strafzeit in dieser Begegnung. Und die deutsche Mannschaft hat zweimal eine solche Situation nutzen können. Einmal durch George Franz zum 1:1. Und das andere Mal hier im letzten Drittel durch George Holzmann, den anderen George, zum 3:2. Jetzt ist die Bärwanger-Truppe auf dem Eise mit Kamera und Arne und der Uli Hiemer zeigt an, Mensch, spielt doch ein bisschen konzentrierter. Was soll denn das? Das ist doch jetzt unsere Chance zum 3:3. Trunschka kommt. Sava Unsinn hat nicht lange gewartet. Der Paradeblock. Birk. Ordentliche Attacke, so muss es sein. Jetzt kommt Uli Hiemer. Oh, er hat einen gewaltigen Schlag. 23 Tore hat er in der Bundesliga geschossen als Verteidiger. Und Ritterwall kann die Scheibe irgendwie abwehren. Wie, das weiß er selber nicht genau. Ja, die Schweden stehen mit 4 Mann auf einer Linie. Unwahrscheinlich schwierig, den Puck da reinzubringen ins Angriffsdrittel. Profis, so viele hatten sie noch nie dabei in den letzten Jahren. Mancher Trainer, ich denke an Anders Palmström, hat es völlig ohne Profis versucht. Da hat es auch nicht geklappt. Was man versucht hat, der große Erfolg kam selten. Dann überraschend in Wien doch der Titel mit Lob und mit Gustafsson, den beiden überragenden Stürmern.
Tja, viel hat nicht dabei herausgesehen bei diesem Überzahlspiel. Eine gute Chance von der blauen Linie durch Uli Hiemer. Mehr war es nicht. Egen, jetzt ein Solo, jetzt versucht er vielleicht allein, aber gegen drei Schweden ist er auf verlorenen Posten. Niederberger, abseits von Fischer. Da bei uns hat sich von dieser Linie viel versprochen, aber die drei haben natürlich nie zusammengespielt. In diese Linie passt Ernst Höfner rein. Dann hätten wir den Paradeblock der Rosenheimer. Aber George Holzmann, einer der besten Techniker im Team, aber ist natürlich gehandicapt. Das ist vollkommen klar, wenn man mit einem Gipsdaumen spielen muss. Vielleicht schießt er noch ein Tor. Mensch! Oi, oi, oi. Da springen hier die Zuschauer in der deutschen Kolonie auf, können es nicht fassen. Eine bessere Einschussmöglichkeit gibt's doch nicht, George. Das ist Eishockey. Auf der einen Seite war das 3:3 möglich und im Gegenzug das vierte Tor für die Schweden. So schnell kann es hin und her gehen. Das macht den Reiz dieses Spiels aus. Ahne. Die deutsche Mannschaft kämpft. Das muss man hier einfach konzidieren. Manni Ahne. Er hat schon so viel Pech gehabt heute. Und wieder scheitert er an Ritterwall. Ein guter Goalie. Aus dem Handgelenk geschossen. Das können ja die wenigsten Eishockeyspieler bei uns. Noch 4 Minuten und 14 Sekunden. Kissling. Richter deutet an, weiterspielen. Im zweiten Drittel hat er abgepfiffen bei solch einer Situation. Beerwanger. Powerplay jetzt der deutschen Mannschaft. Ahne, wunderbar gemacht. Nochmal Ahne. Heieiei. Tja, ich leide jetzt ein bisschen mit. Ich sitze direkt hier an der rechten Seite, überhalb des schwedischen Tores. Und da kann man natürlich noch viel besser mitverfolgen, wie hitzig es vor dem Schwedentor zugeht. 3-4 gute Einschussmöglichkeiten. Jetzt das 3:3 war mehrfach möglich. Ist drin. Tja, und was wird in einem solchen Mann vorgeben? Matthias Hoppe, der weiß, dass er nicht eingreifen kann, der draußen sitzen muss. Untätig. Er würde gerne mithelfen. Egen hat sich oft festgefahren, festgebissen bei seinem Soli. Letzten 2 Minuten werden angesagt. Und sollte es bei diesem Stand bleiben, dann wird Sava um den Karl Friesen runternehmen müssen.
schade, nach diesem Schuss von Georges Franz war Eldebrink noch da. Wieder der zweite Block. Holzmann, Fischer, links, Franz. Kipling. Er hat ihn verloren, der Ritterwall. Niederberger. Gegen Niederberger. Bo Berglund. Und die deutsche Mannschaft muss jetzt versuchen, zu einem Bulli zu kommen. Und zwar im Verteidigungsdrittel der Schweden, um dann den Torwart vielleicht rausnehmen zu können. Noch 45 Sekunden verbleiben. Schafft die Mannschaft das 3:3? Da ist das Tor! Uli Hiemer! Ein Wahnsinn! 19:23 sind gespielt mit einem fantastischen Schuss. Schafft Uli Hiemer das 3:3. Verdient! Wie gut hat diese deutsche Mannschaft gekämpft in den letzten 5-6 Minuten. Und ja, doch ein bisschen verbiester da an der Bande hing das ganze Spiel über. Ja, selten war ein Tor so verdient wie das hier gegen die Schweden in der letzten Minute. Raus, einfach mit dem Puck jetzt raus. 19:44, Sie sehen oben, die Zeit läuft mit, Sie können mitzählen, meine Damen und Herren. Es ist, glaube ich, geschafft, vielleicht sogar noch eine Torchance für Drunschka. Und da ist das Spiel zu Ende.